meine Lieben. Ein herzliches Willkommen zu meiner Interviewreihe. Ich bin eine Bereicherung für diese Welt und heute mit dem großartigen Roberto Antella Martinez. Hallo Roberto. Hallo liebe Ebro, sei gegrüßt. So cool, wirklich so schön, dass du einfach zugesagt hast. Also, ja Ebro, mache ich. Wir machen ein Interview. Richtig toll. Dann würde ich dich gleich vorstellen und danach kommen natürlich die Fragen an dich. Okay? Also, du bist Spanier mit indianischen Vorfahren, lebst seit deiner Jugend in Deutschland und bist der Begründer der Selbstheilungstechnik nach Roberto Antella Martinez, in abgekürzt SHT. Schon von Geburt an musstest du unter extremen Schmerzen leiden, wurdest mehrmals mit der Notfallambulanz ins Krankenhaus gebracht und 12-mal operiert. Bis es Sie sind austherapiert. Wir können nichts mehr für sie tun. Und da warst du gerade mal 19 Jahre alt. Nachdem dich die Ärzte aufgegeben hatten, hast du selbst die Lösung für deine gesundheitlichen Probleme entdeckt. Du hast dich ausgiebig über alternative Medizin, Geistheilung, spirituelles Heilen, tibetisches Heilen, Reiki nach japanischer und tibetischer Tradition, Energiearbeit, Karma und Seelenheilung informiert und dich ausbilden lassen. Heute bist du Selbstheilungscoach und es ist dir ein großes inneres Bedürfnis, diese Selbstheilungstechniken allen Menschen zugänglich zu machen, um Gesundheit, Lebensfreude, Anziehungskraft und Leichtigkeit in ihr Leben und ihr Dasein zu bringen. Exakt. Jawohl. Ja. Auf den Punkt gebracht. Alles zusammengefasst. Dankeschön. So, dann kommen wir gleich zu den ersten Fragen, Roberto. Wie hast du es geschafft, dahin zu kommen, wo du jetzt gerade stehst, wo du bist? Wie? Durch Fügung. Ich wurde geführt, denke ich mal, weil ich war ja tausendmal am Abgrund oder habe nicht gewusst, wie es weitergeht. Ich denke mal, es war schon geführt, ja, durch Himmel und Hölle und wieder zum Himmel, so ungefähr. Also und viel Fleiß und viel Willensstärke, das kann man auch, muss auch dazu sagen, nicht aufgeben, immer wieder aufstehen, weil irgendwas in dir sagt, geh weiter. Gib mich da auf, geh weiter, egal wie schwer es war. Und ich denke mal, ich hatte viele geistige Helfer und Lichtwesen, die mich auf diesem Weg begleitet haben, weil allein, glaube ich, ist es gar nicht möglich gewesen sonst. Auch dieses Durchhalten, Roberto, gell? Das ist, irgendwann kommt die 6, gell? 6 große. Genau, einfach mein Würfel, deshalb ist Würfel für mich so ein starkes Symbol und ich arbeite sehr viel mit Würfeln, habe in meinem ganzen Haus viele Würfel verteilt, weil einfach das Würfel mich auch unterstützt hat. Immer so nicht aufgeben, jetzt würfel ich nochmal. Jeder Würfelzug ist noch eine Woche länger, wo du dran bleibst. Jetzt machen wir, wie oft machst du, bis die 6 kommt, ab 4-mal gewürfelt, jetzt kommt die 6. Also bleibst du noch 4 Wochen dran, so ungefähr. Und irgendwann kommt ja immer die 6, weißt du, noch im Leben, wenn du dran bleibst, da bin ich zu 100% überzeugt. Und es ist ja auch irgendwie, wie wenn das von der geistigen Welt dann auch so Zeichen sind. Okay, jetzt noch 4-mal, okay, ich halte nochmal durch, ich mache nochmal 4 Wochen durch und dann kommt die Lösung auf jeden Fall. Ja, absolut, absolut. Die geistige Welt gibt ja immer in, Zeichen. Ob es durch ein Schmetterling ist, ob es durch ein Würfel ist, ob es durch, egal was es ist, es gibt ja immer Zeichen. Oder Federn, bei mir sind es die Federn, wenn ich über irgendwas nachdenke, zum Beispiel, und dann spazieren gehe und dann eine Feder sehe, dann weiß ich ganz genau, wow, es wird alles gut werden, ich kann loslassen. Das Thema genau. Ja. Feder, Zeichen des Loslassens, absolut, zum Teil. Ja, danke. Und die zweite Frage, hattest du es immer leicht auf deinem Weg? War das bei Nein, gar nicht. Super hart hatte ich zum Teil auf meinem Weg, dass ich wirklich ja immerhin ein paar Mal nicht mehr, ja, Suizid, wie sagt man dazu? Ja. Ich noch gefordert, dass ich einfach 2-3 Mal gesagt habe, ich habe keine Lust mehr, ich gebe auf. Also ja. So hart war das.
dass ich ganz unten am tiefsten Punkt war, wo man sich vorstellen kann. Also es war manchmal wirklich, wirklich unvorstellbar hart. Aber ich bin dankbar jetzt für diesen Weg. Sonst wäre ich ja, hätte ich diese ganzen Erkenntnisse nicht haben können und diese Fähigkeiten und das Wissen und da zu sein, wo ich heute bin, um den Menschen zu zeigen, auf was sie vielleicht verzichten können, was nichts bringt, auf meine gescheiterten Versuche sie eigentlich sparen können und lieber das umsetzen können, wo ich sage, guck, das habe ich gemacht, wo funktioniert hat, um dahin zu kommen, wo ich heute bin. Ja, und so können sie also viel Lehrgeld sich ersparen. Eigentlich bietest du ja wirklich das uns oder allen anderen, also uns allen, auf dem Silbertablett, dass du sagst, schaut mal, hier ist das Silbertablett, diese ganzen Techniken haben bei mir ganz tolles bewirkt und auch bei vielen anderen Menschen, das wissen wir ja auch. Ja. Ich nutze deine Techniken ja auch alle in meinen Sitzungen. Und das ist wie, wenn du uns wirklich das auf dem Silbertablett servierst. Ja. Ja. Sag ich nochmal danke dafür. Ja, dass deine Seele das alles auf sich genommen hat, um uns Erleichterung zu schaffen, wirklich. Ja. Ja. Okay, was hat dir am meisten geholfen, wenn du mal an dir oder an deinem Ziel gezweifelt hast, Roberto? Ins Gebet gehen. Also mit der Schöpfung ins Gebet gehen. Ich bin oft in den Fahrradfahren hilft viel, also in der Natur. Cool. Ja, in die Natur gehen, das bringt extrem viel. Und ins Gebet gehen. Entweder in der Natur draußen, was sehr, sehr stark ist, im Wald zum Beispiel, oder auch, wenn man nicht die Möglichkeit hat, in den Raum zu gehen. Ich nenne es immer mein Heiltempel und da verbinde ich mich, so gut es eben geht, mit der Schöpfung und gehe ins Gebet. Und dann bekomme ich ganz viel Urvertrauen. Dann komme ich ganz schnell in meine Mitte, wieder in meine Kraft. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Und was tust du, wenn du mal schlechte Laune hast? Habe ich doch nie. Nein, auch ich habe manchmal schlechte Laune. Das ist normal, glaube ich. Ja, auch hier. Meistens dann nehme ich mein E-Bike und fahre raus, Gehirn wird durchlüftet und ich komme wieder runter. Das ist eine Möglichkeit. Oder ich gehe mit meinem E-Bike oder mit dem Auto fahre ich rauf in die Pampa, steige aus und laufe oder jogge oder gehe in den Wald. Das sind so die effektivsten, wenn man sich mal was aufbrodelt, dass ich runterkomme und das Leben wieder in der Leichtigkeit sehe, was es ja eigentlich ist. Und machst du das immer mit Musik, wenn du Fahrrad fährst oder wenn du... Nein. Ich bin dann in der Stille, weil für mich war es immer wichtig, in der Stille bekam ich immer die Kontakte, die Informationen, wenn es still ist. Und deshalb, also außer ich meditiere, ich gehe in den Raum rein, dann immer mit Musik, ansonsten immer ohne Musik. Okay, super. Und wenn du könntest, was würdest du deinem jüngeren Selbst gerne auf den Weg geben? Ja, ich würde meinem Jungen selbst sagen, hör auf dich, auf dein Bauchgefühl, trainiere deine Intuition, weil lass dich nicht von außen beirren. Jeder meint es am besten, was für dich am besten ist, solange es so funktioniert, wie sie es vorstellen. Ich würde sagen, hör auf dich, geh deinen Weg, geh in diese Arbeit an deiner Selbstliebe und akzeptiere dich mit all deinen Unzulänglichkeiten, ja, und geh einfach deinen Weg in Liebe und Selbstvertrauen, glaube ich. Schön, ja. Echt, es ist so wichtig mit der Selbstliebe, dass wir uns so annehmen, wie wir wirklich sind. Ja. Wir sind so einzigartig mit unserer Energie und Seele. Danke. Absolut. So, und jetzt sind wir schon bei den Hatti-Hatti-Fragen. Das geht echt ratzfatz hier. Aber sowas. Ja, gell. Also, die erste Frage, lieber Roberto. Bist du ein Morgenmuffel? Ja. Ja, ich hätte mich gewundert. Als Spanier dann mit der spanischen Zeit. So ist das. Genau. Und zweitens, Tee oder Kaffee? Beides. Ich war mal ein extremer Kaffeetrinker, dann extremer Teetrinker und jetzt ist beides. Also so bis es gerade kommt, mal ein paar Mal einen morgens meistens einen Kaffee, über den Tag dann eher Tee und dann so bis es gerade passt. Okay, cool. Magst du Ringelsocken? Ich mag alle Socken. Hauptsache, sie wärmen meine Füße, ob es Ringelsocken sind oder mit Noppen oder ohne. Alle Arten. Ich habe auch alle Arten von Socken zu Hause. Also, ob es weiß, grün, blau, gelb, violett. Hauptsache, schön warm.
Ja, hast du auch so viele Socken, Roberto? Ich habe auch, ich glaube, ich habe voll den, wie sagt man, keine Ahnung, sagt man da Fetisch, keine Ahnung. Nein, du hast die Sockensucht. Ja, ich Socken sehe, ich denke mal, oh, die will ich haben. Die kleine Eva sagt, oh, ja, die will ich haben. Ich glaube, heute habe ich Melonen drauf. Ja, Socken sind was Tolles, finde ich auch. Finde ich auch, wirklich. Ja, und drückst du deine Zahnpasta immer ordentlich aus? Ja, selbstverständlich. Nein, natürlich nicht. Nein, mache ich nicht. Mitten rein? Schon irgendwo mitten rein, aber dann auch wieder ein bisschen von hinten, dann wieder von der Mitte, aber nicht ganz ordentlich oder akkurat von hinten so, weißt du, so, ja, das nicht. Das nicht, okay, alles klar. Und lieber essen gehen oder selber kochen? Lieber essen gehen oder selber kochen. Ich mag beides, aber ich koche auch sehr gerne. Dann weiß ich, was drin ist. Toll. Und es gibt ja so viele Sachen, ob es Auberginen sind, viel Pasta, viel Spanisches und Paella und Co. Aber ich gehe auch gern raus und lass mich vergünstigen. Also beides. So einfach das Leben genießen. Das tun, was einem gut tut. Wenn man Lust hat auf Kochen, dann geht man schön ein paar Sachen kaufen und genießt den Abend, macht es in aller Ruhe, eine schöne Musik. Mhm. Oder man geht auswärts und lässt sich da verwöhnen. Ist beides schön. Da hast du recht. Klar. Ja. Und unter welchem Sternzeichen bist du geboren? Unter dem Sternzeichen Waage, harmoniebedürftig und ganz großer Gerechtigkeitssinn. Ah, okay. Spannend. Das heißt, du hast im Oktober irgendwann, glaube ich, Geburtstag dann. Genau. Absolut die Waage. Sag mal. Immer im Gleichgewicht. Hast du eigentlich schon mal dein Alter verraten? Nein. Oh, ist das nicht? Das weiß keiner. Das heißt nicht mal ich. Nein. Das heißt nicht mal ich, das ist gut. Denn Alter ist ja nur eine Zahl, weißt du? Ja, natürlich. Ich frage dich jetzt auch nicht. Gut. Und wo würdest du glatt noch einmal Urlaub machen, Roberto? In Hawaii auf jeden Fall und in Australien. Okay. Dann können wir uns fast sparen, weil ich es ja schon gesagt habe, aber hast du Wurzeln aus fremden Ländern? Ja, natürlich, ja. Südamerika, Nordamerika und Spanien. Klar. Okay. Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Hast du eine? Ich mag wirklich. Ich mag echt wirklich alle Jahreszeiten. Alles hat sein Zauber. Mhm. Ja. Wenn ich mir aber eine aussuchen müsste, ja, dann würde ich mich wahrscheinlich für den Frühling entscheiden. Für den Frühling. Für den Frühling, ja. Weil alles, das ganze Leben neu geboren wird, alles wieder anfängt zu blühen, die Lebenskraft, wenn die Natur rauskommt. Aber eigentlich liebe ich wirklich alle Jahreszeiten. Okay, schön. Und Roberto, hast du einen Spitznamen? Mal überlegen. Nein, ich glaube nicht. Dann, jetzt kommen die Extra-Fragen. Und zwar habe ich ja vorher gefragt gehabt, welche Fragen die Zuschauer an dich hätten, Roberto. Ja. Wenn ich die stellen darf. Also, es wurde gefragt, was ist dein Lieblingsessen oder Lieblingsdessert oder beides, wie du möchtest. Ja, mein Lieblingsessen. Ich habe kein Lieblingsessen. Genau, in dem habe ich, glaube ich, kein Lieblingsessen. Es ist tagesabhängig, abendsabhängig. Wenn ich in Hawaii bin oder esse ich ja was anderes, wenn ich in Australien bin, ich bin da vollkommen offen. Ich esse sehr gerne Pasta-Sachen. Also Pizza, Spaghetti und so. Das mag ich schon. Das kommt nie ungelegen. Ja. Aber so, wo ich sage, echt, das ist mein Lieblingsessen. Habe ich, glaube ich, nicht. Ich denke, weil ich auch durch die Welt gereist bin, in gnadenloser Armut, war ich immer froh, dass ich Essen hatte, egal was es war. Ja, ob es ein Brot war von der Straße, wo ich dann einfach abgerissen habe, wo es abgebissen hat und gegessen habe, wo ich in Indien war, oder einfach mit kein Geld unterwegs bist, dann bist du einfach froh, wenn du isst, egal was. Und deshalb habe ich, glaube ich, hat sich bei mir nichts entwickelt von Lieblingsessen, weißt du? Außer Pasta. Pasta habe ich gesagt, ja, Pasta. Pasta, okay. Genau, in Maßen. Und Dessert? Hast du ein Lieblingsdessert? Dass du sagst, du liebst Eis am liebsten oder? Ja, Eis. Ja, doch, ich glaube, Eis ist, glaube ich, immer gut. Ja, Eis. Doch. Kleine Roberto in dir drin auch, Eis. Eis ist immer gut. Ja, absolut. Also Schokoladeneis ist, glaube ich, mein Favorit. Dann kommt, glaube ich, Erdbeer oder Eis mit Erdbeer und Sahne muss immer dabei sein. Ah. Ja, genau. Sehr gut. Und voll gesund. Bitte? Also voll gesund. Hallo. Das Leben auch genießen, weißt du?
Ja, genau. Das Leben darf man genießen, so ist es. Und die Frage kam, hast du einen Lieblingsbaum? Ich liebe, weißt du, weil ich ja die gesamte Natur liebe, liebe ich alle Strohhalme, alle Grashalme, alle Bäume gleich. Aber ich habe trotzdem einen Lieblingsbaum. Ja. Und das ist der Tannenbaum. Weil er mir irgendwie, weißt du, in der Weihnachtszeit, wenn die Schneeflocken und so, alles ist ruhig und dann ist da dieser Tannenbaum da, hat das so Geborgenheit immer wieder gegeben als Kind. Und irgendwie habe ich dann assoziiert, dass der Tannenbaum einfach, und das war der Baum, der über das ganze Jahr lang grünt. Stimmt. Weißt du, die anderen fanden alte Blätter und so und der grünt immer. Und ich habe irgendwie einen Bezug zum Tannenbaum. So weshalb, genau, weiß ich nicht. Aber beim Tannenbaum geht mir immer das Herz auf. Obwohl ich alle Bäume liebe, vom Mammutbaum bis zur Eiche. Bäume jetzt beleidigt sind oder so, aber... So ist das. Schön, Tannenbaum, wie spannend. Und die nächste Frage. Wohin wolltest du schon immer mal reisen und hast es bisher noch nicht geschafft? Gibt es da irgendwas, Roberto? Oh ja, zu allen Orten, wo ich war, als kranker, totgeweihter Mensch. Also nach Hawaii auf jeden Fall, nach Australien, nach Neuseeland, nach Nordamerika, zu den Indianern, wo ich überall war, und wieder nach Südamerika zu meinen Schamanenmeistern, mhm, und nach Asien. Also eigentlich da, wo ich überall war und es nicht als Urlaub war, sondern wirklich nur als Heilungsweg unterwegs, sondern ich kein Auge gehabt habe für Kathedralen oder für egal was, ja, alles nicht interessiert. Ach, du warst da und da und hast das nicht gesehen, sage ich, du hast mich interessiert. Ich bin ausgestiegen und bin direkt auf den Weg gegangen zu den Gurus, wo auch immer, um Heilung zu erfahren. Ich hatte auch mit Schmerzen, da hast du keinen Kopf für solche Schönheiten. Jetzt habe ich mir vorgenommen, nochmal alle Orte zu besuchen, wo ich war. Meine Meister, wenn sie noch leben, wäre schön. Und es als Urlaub, nochmal als Seelenreise zu betrachten. Wow, Roberto, das klingt voll schön. Als gesunder Körper, Geist und Seele. Ganz anders zu erleben, auch wenn die Meister mich dann wieder sehen, weißt du, und sagen, Mensch, hallo. Ja, voll. Ja, absolut, ja. Okay, und eine Frage kam. Was meinst du, Roberto? Gab es zuerst das Huhn oder das Ei? Ganz einfache Frage und eine ganz schwierige Antwort. Das Huhn oder das Ei? Ich würde sagen, eins von beiden. Ja, genau. Okay, keine Ahnung. Lass ich gelten. Und welche Qigong-Übung ist deine liebste? Gibt es da eine? Mhm. Ich arbeite am liebsten sind es diese Energieübungen, wo man die Lebensenergie, das Qi, ankurbelt. Die ich auch in die SAD-Qigong eingebaut habe. Das sind eigentlich meine Liebsten, weil die sind alle schön, sind alle toll, aber wenn die Lebensenergie nicht fließt, dann ist alles nur halbe Miete, halbe Arbeit. Und deshalb liebe ich, wenn die Lebensenergie im Fluss ist, dann bist du voller Energie, Glückseligkeit, gesund. Und deshalb sind diese Techniken, wo ich mache, für dass die Energie fließt, die liebe ich sehr. Das hat was wie Portale öffnen, wie einfach Energien sichtbar werden zu lassen. Und das ist am besten mit diesen Qigong-Techniken, um die Energie ins Fluss zu bringen. Und genau. Und noch, ja, mein Krafttier ist der Schmetterling. Das auch noch hinterhergeworfen. Sehr gut. Der Schmetterling. Ah, siehst du, das hat noch niemand gefragt. Sehr gut. Aber soll ich dir fragen, mein Lieber? Indem du nur anfängst, das zu machen, spüre ich schon die Energie. Genau. Nicht wahr? Das ist unwahr. Unglaublich, echt voll schön. Ja. Das ist ja auch ganz neu, das mit der SHT Qigong. Das ist jetzt ganz neu. Das kam jetzt am Wochenende. Genau. Und darf ich da fragen, gibt es da noch Seminare dann, dass man das lernen kann? Ich denke schon. Ich denke jetzt einfach, ich denke auf jeden Fall. Ich meine, alles, was gut ist, muss raus. Und ich habe es auch. Also wirklich, also eben, das geht ja gar nicht. Nein, aber. Ich denke mal, das stellt die anderen Sachen in den Schatten. Also ganz die Fragen, die wir dabei waren, das gemacht haben, diese Qigong-Energie in die SHT rein, das stoßt die SHT nochmal ganz, ganz gewaltig an, weißt du? Ach, wir haben überlegt, wie bringe ich das da rein? Wie bringe ich diese Lebensenergie vom Qigong in die SHT rein? Und da ich wusste, dass alles möglich ist, dem, der da glaubt,
hat es auch funktioniert im Endeffekt. Ja, da freue ich mich drauf, wenn ich dann mal dabei bin. Bin ich mal gespannt. So, dann, was kam noch? Hast du eine Morgenroutine? Ja. Aufwachen, wenn mich die Sonne küsst. Also ich habe keinen Wecker. Oh. Zu dieser Frage schon mal. Ja, ich habe keinen Wecker. Und außer wirklich, wenn ich jetzt Seminare habe oder sowas, dann stelle ich mein Handy auf Uhrzeit ein. Aber sonst, wenn ich zu Hause bin, habe ich keinen Wecker, der mich weckt. Das mich weckt, wenn ich geweckt werden soll von der Schöpfung, von der Sonne, dann mein Körper, das mir durchgesagt hat, jetzt stehst du auf, dann öffne ich meine Augen. Mhm. Und Morgenritual, was ich mache, ich stehe auf, mache Morgentoilette, klar, und dann esse ich ein Müsli. Das ist mein Morgenritual. Ich beginne ein gesundes Müsli, mache ich mir und mache mir dann Gedanken, was ich so heute über den Tag über mache, privat, für mich ganz wichtig und fürs Geschäft. Deine Selbstliebeübungen zum Beispiel, ich liebe mich von ganzem Herzen. Was ja, das ist wichtig. Man steht oft auf und geht gleich in den Alltag hinein, in den Stress hinein und vergisst sich dabei. Und dann ist man abends, ist man erschöpft und denkt, Mensch, das habe ich so viel gemacht, aber eigentlich für mich, für mein Zielteil, habe ich so gut wie gar nichts gemacht. Und das ist eigentlich ein Selbstsabotageprogramm, das viele erfahren, weil als erstes kommt ja der Mensch dran, also du selber, ich selber und dann das Äußere. Und das ist schwer, es zu trainieren, aber es geht natürlich. Aber wenn man das macht und es im Flow drin ist, dann geht es einem richtig gut, weil dann freut man sich ja aufzustehen. Ja, und soll ich dir was sagen? Spätestens, also wenn ich wirklich den ganzen Tag alles Mögliche erledigt habe und ich gemerkt habe, okay, ich habe keine Zeit für mich gehabt, spätestens, wenn ich im Bett liege, kommt dieses hier und dann, ich liebe mich den ganzen Tag. Selbst, ganz wichtig. Meine kleine Ebro, ich habe dich nicht vergessen. Ich hatte bloß heute nicht so viel Zeit. Ich nehme ist gut, ja. Spätestens, wenn ich im Bett liege, kommt es auch. Ich liebe mich von ganzem Herzen. Ja, das ist so wichtig, so als ob du deine kleine Tochter, sag ich mal, in den Arm nimmst, weißt du, und sagst, ich liebe dich, gute Nacht, mein Schatz. Das ist so wichtig und das sind oft so einfache Sachen, die einen in die Erfüllung bringen, die man aber nicht macht, weil man sich nicht vorstellen kann. Man kann es sich einfach nicht vorstellen, dass es auch einfach geht. Ja, und das ist so einfach ist und das ist, naja, komm, das einmal, aber es hilft wirklich und dann dranbleiben. So ist das. Okay. Bis die 6 kommen. Ja, bis die 6 kommen. Moment, wo bin ich? Hast du morgens zum Wachwerden einen oder mehrere Wecker? Ja, das darfst du raten. Ich habe gar keinen Wecker. Und das habe ich bei den Indianern gelernt. Da hatte ich eine Armbanduhr und die habe ich dann weggeschmissen. Und dann, okay, ich versuche mal zeitlos zu sein. Und das ist richtig schwer, extrem schwer. Und weil hier alles, wir werden von der Zeit bestimmt. Hier, von der Uhr. Wir sind die Sklaven der Uhr. Wir immer auf die Uhr gucken, jetzt muss ich das machen, das und das. Und wenn du mal so bei Völkern warst, bei Aborigines waren oder bei vielen Indianerstämmen und merkst, das geht ohne, da bist du freier. Du bist einfach freier. Das hört sich gut an. Mhm. Und da richtet man sich ja dann eben nach der Sonne. Ja, es ist hell, du stehst auf, du musst frühstücken, dann gehst du deine Sachen erledigen, dann die Familiensachen, dann wieder andere Sachen, dann wird es irgendwann dunkel, ja, dann isst man Abendessen zusammen und dann geht man ins Bett. Mhm. Aber man ist nicht der Sklave der Uhr, der Zeit. Mhm. Ja, okay, und wenn du jetzt zum Beispiel ein Seminar haben solltest, kannst du zum Beispiel, wenn dein Wecker klingelt, dann aufstehen, weil du sagst, okay, heute habe ich Seminar, heute sollte ich um 11 Uhr pünktlich da sein, oder hast du da mehrere Wecker? Ist gut, ich und pünktlich ist gut, Seminar. Ja. Nein, ja, der Wecker klingelt, wir haben Seminar, meistens schaffe ich es aufzustehen, doch ja, so nach 5 bis 10 Minuten, wenn wir kurz liegen, dass mein Körper, mein Kreislauf sich in den Aufwachmodus langsam gewöhnt und dann nach 5 bis 10 Minuten mache ich auf. Zum Beispiel, oder Mitarbeiter von mir zum Beispiel, die klopfen an die Tür, Doc, 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 Roberto, schönen guten Morgen. Ja, ungefähr. Genau. So ungefähr, genau, absolut. Schön, cool. Okay, jetzt haben wir noch, welche Musikrichtung magst du? Gibt es da eine bestimmte? Also, ganz ehrlich,
es gibt echt keine bestimmte. Ich passe in keine Schublade. Das ist jetzt nicht das Thema, was viele versuchen oder es geht nicht. Selbst ich bin für mich ein Mysterium. Selbst ich denke, wie tickst du eigentlich, warum tickst du so, wie du tickst und warum hast du so viele Kontakte zu allen Wesen und so? Warum gerade du? Du müsstest doch eigentlich ein lebensverrückter Geist in dir, was geht hier ab manchmal? Ich bin für mich nochmal selbst ein Mysterium, Gott sei Dank, weil ich sehr naiv bin auf der einen Seite. Und alles kommt, wie es kommt, kommt ein Außerirdischer, dann sage ich, hallo, was hörst du? Kommt die geistige Welt, sagt, hallo. Ich bin gerne dann, der macht so, wow, und so. Ich bin wie so ein Kind, trete ich dem entgegen. Und ich glaube, deshalb nehme ich auch viel mit mir Kontakt auf, weil ich dieses Kindliche habe in mir. Und was war deine Frage nochmals? Moment, das muss ich selber überlegen. Aber ich fand es spannend mit den Außerirdischen. Kannst du dazu gerne noch was erzählen? Eigentlich ging es um die Musikrichtung, Roberto. Ah, Musikrichtung. Und mit der Musik ist auch so. Also wirklich, ich bin so vielseitig wie das Blumenmeer. Ich mag in harmonischen Musik, indische Musik, spanische Musik, Volksmusik. Egal, wirklich, weil ich finde immer was Schönes. Ich finde bei allem was Schönes, wo ich sage, oh, das gefällt mir jetzt. Das nicht, aber das gefällt mir. Ja, und so denke ich, was viele mich fragen, ja, du musst irgendeine Musikrichtung haben, sage ich, nein, ich habe nicht. Ist einfach so. Ich bin für alles offen, was schön ist, was mir gut tut. Und Rock magst du ja, glaube ich, auch, oder? So ein bisschen. Ja, ich mag AC/DC sehr gern. Ein bisschen was für die Seele, genau, und so. Das erdet, weißt du, das erdet einfach. Und es ist wichtig, dass man geerdet auch bleibt, sonst hebt man ab. Und ist nicht mehr in dieser Erdung. Das ist ganz, ganz gefährlich, wenn man nur abhebt. Also man sollte wirklich mit den Füßen fest verwurzelt sein, mit der Mutter Erde, sage ich immer gern, und dem Kopf im Himmel, in beidem. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ich immer wieder Leute sehe, die nur noch schwingen, oben rum, und die leben aber in dieser Erde, mit all seinen Sachen, und da kommen die nicht mehr klar damit. Das ist traurig. Ja, und da denke ich mal, wenn man so ein paar harte Worte ins Feld wirft, ja, wie es man auf der Bühne macht, hey, aus Spaß, oder man mit einem hauen Harddruck hören, AC/DC, und das spielt einfach rein, dann wupp, bist du richtig schön unten, weißt du, es hat trotzdem gut getan. Und ja, was ich auch immer gern sage, Roberto, ich sage dann auch immer gern, wenn wir uns erden, mit Mutter Erde verbinden, dann kommen wir in unsere volle Seelenkraft. Absolut. Ich hatte auch mal so eine Phase, wo ich dann gemerkt habe, nee, es ist wichtig, runterzukommen. Weil wenn ich da oben rumschwirre, dann brauche ich auch nicht hier auf die Erde kommen. Dann kann ich gleich oben bleiben, denke ich dann immer. Ja, und dann hast du Probleme hier auf der Erde. Ist einfach so, weil wir leben auf der Erde, wir müssen wirklich dieser Energie auch drin bleiben. Und manche nehmen halt was anderes. Ich höre immer zum halt AC/DC an. Nicht oft, aber manchmal. Eher selten, aber manchmal schon. Aber ich höre natürlich ganz viele meditative Sachen an, weißt du, so ist ja nicht. Oder wie schon gesagt, auch Volksmusiklieder, ich sage, das gefällt mir jetzt, was wir halt laufen lassen, so auf unseren Seminaren, Ausbildungen. Das sind Sachen, die mir eigentlich auch selbst gefallen. Ich sage, ich lasse nur laufen, was mir selbst auch gefällt. Weil ich muss auch Freude dran haben, und dann suche ich mir die Sachen und sage, oh, das gefällt mir. Da gucke ich durch, das nein, das gefällt mir auch. Und deshalb macht es auch dann Freude, wenn ich auf der Bühne bin. Weil ich dann auch das Kind wieder rauslassen kann. Ich darf mein Wissen rausgeben, du, ich zeige dir, wie ich gesund geworden bin, mehr kann ich nicht machen, und darf trotzdem ich bleiben. Und gleichzeitig den Menschen helfen. Gehen darf jeder selber, genau. Du zeigst es alles. Genau. Genau, sehr gut. Durch dich bin ich ja auf den Schlagel gekommen, Roberto. Durch die Ausbildungen bin ich dann wirklich, am Anfang habe ich nur gedacht, okay, Schlager. Und dann aber irgendwann so, ja, das ist voll schön und verbindet mich und mit meiner Seele, mit meiner kleinen Ebro. Also, kann ich von Herzen empfehlen. Sowieso alles, was von dir kommt. Dann, was war für dich die größte Erkenntnis in deinem Leben, die dich zu dem gemacht hat, wer du heute bist? Hast du das? Ja, das war bei den Navajos, wo mir der Schamane gesagt hat, du bestimmst, wer du bist. Es liegt in deiner Hand. Du kannst alles verändern. Ich dachte, wie? Hallo, ich bin doch einer in der Masse, und wir müssen alle mit der Masse mitgehen, und wir können die nicht verändern. Und wer mir das Gespräch abends am Lagerfeuer erklärt hat, auf seine Art und Weise, dass ich das Leben bin. Du bist das Leben, du bist das, sage ich. Nicht das Äußere, du bist das. Ja, und wenn du ein schönes Leben haben willst, dann mach es, denn du bist ja das Leben. Sag mich so ein bisschen, wow, weißt du, dieses,
dass ich die ganze Nacht nicht schlafen konnte im Zelt. Also, was? Echt? Ich bin das Schicksal, ich bin das Leben, ich bin's ja. Also warum mache ich es mir so schwer? Ich doch doof. So ungefähr. Das war die größte Erleuchtung, sage ich. Ich hatte viele Erleuchtungen, aber das war dieses Wuh, wo ich nicht mehr vergessen habe. Es war ein Aufwacherlebnis, weißt du, dieses Beschuppen von den Augen, weißt du so, und dann gehst du raus in die Nacht, durch den Sternenhimmel an und denkst, und dann fängst du an zu nachzudenken. Mhm. Weißt, dann macht es dick, ja. Cool, danke dir, dass du es mit uns geteilt hast. Und gerade vorhin kam noch kurz eine WhatsApp, da kam noch eine Frage, und zwar, wer ist dein Lieblingsengel? Hast du einen? Ja, der Michael. Ja, ich auch, yeah. Ich auch, ja, der ist toll. Absolut, ja, toll. Absolut. Einer meiner besten Freunde. Ja. Ja, er gibt Kraft, Zuversicht, und er sagt auch, manchmal muss man auch auf den Tisch schauen und sagen, stopp, rote Linie, bis hierhin, das Nein sagen können, weißt du? Das ist wichtig. Oh ja, ja, kenne ich auch. Genau. Okay, mein Lieber, jetzt habe ich noch zwei Fragen zu dir. Und ja, dann geschafft. Oh mein Gott, voll schade, ich will gar nicht, dass du gehst. Also, die erste Frage, wie würdest du dich in 5 Worten beschreiben, Roberto? Verständnisvoll, glaube ich. Ich bin sehr verständnisvoll, ich bin sehr naiv, gelassen, ich nehme es so, wie es kommt, ja, kommt ein Weltuntergang, dann nehme ich es halt, also dann ist halt so, ja, liebevoll würde ich auch sagen, sehr großes Herz, dadurch lässt man sich auch extrem ausnützen, also man durfte ich auch erleben, also extrem, leider, aber gut, auf einer Seite auch wieder gut. Und was habe ich noch gesagt? Was gibt nur 5 Worte? Verständnisvoll, liebevoll, naiv. Fällt mir gerade nichts mehr ein. Aber wenn ich nachdenke, fällt mir bestimmt noch 10 Sachen ein, was ich in 5 Worten. Ich bin einfach. Ich bin ganz einfach, würde ich sagen. Ich bin einfach. Das macht dich aus. Weil kompliziert haben wir da draußen genug. Ja, haben wir erst genug. Absolut. Ja, schön, danke dir. Ganz 5. Cool. Dann, über welches Kompliment in deinem Leben hast du dich bisher am meisten gefreut? Gab es da was, Roberto? Ja, dass ich so schöne Hemden habe. Nein, überhaupt nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich habe Probleme, glaube ich, mit Komplimenten oder mit Annehmen. Da so, ich weiß nicht warum. Hat ja auch noch ein Thema, aber wenn man mich lobt und mich in den Mittelpunkt stellt, da komme ich mir ganz komisch, weil ich fühle mich da irgendwie nicht wohl, auch wenn ich auf die Bühne gehe, da denke ich, um Gottes Willen, auf die Bühne gehen und so. Ich habe es dann gelernt, da habe ich dann Freude dran gefunden. Aber wenn ich im Mittelpunkt stehe, fühle ich mich ganz, ganz komisch und mit Komplimenten auch. Also ich bekomme bestimmt viele Komplimente, glaube ich. Aber die nehme ich irgendwie nicht rein ins Feld. Ich tue sie gleich so, weißt du so. Also ja, okay, und weiter geht's. Genau. Und dann moderiere ich dich noch mit großartiger Roberto an. Ja, toll. Das musste so. Habe ich mir auch nicht ausgedacht. Das kam dann einfach großartig heraus. Genau. Gut, dann gibt es jetzt noch ein paar extra Fragen. Und zwar, warum gibt es die böse Seite oder die bösen Mächte überhaupt, Roberto? Ja, da streiten sich die Geister, weil die gibt es seit Anbeginn der Galaxien, weißt du? Und wo genau der Ursprung ist und warum, das kann man nicht wirklich beantworten. Das wäre gelogen, also aus meiner Sicht. Ich ging ja wirklich an die 500 Mediums, Schamanen, Geistheiler, und auch da steigen die sich, gehen die Meinungen auseinander. Ich habe es mit der geistigen Welt probiert, auch zu erfahren und mit allem Möglichen. Aber du bekommst da nicht wirklich eine Antwort, weil es auch nicht sein soll, glaube ich. Ja, ich denke auch. Es ist, wie es ist. Und wahrscheinlich werden wir es erfahren, sobald wir den Körper verlassen haben. Ja, zum Beispiel kann es sein, ja, weil guck mal, wir in uns ist auch gut und böse, in jedem von uns. Und das, was du am meisten fütterst, das bekommt die Macht. Das wird die Herrschaft über einen haben. Und ich glaube, so ist im Ganzen auch. Ich glaube, alles ist Licht und Liebe, glaube ich. Und wenn wir in der Angst sind, nehmen wir der Liebe. Die geht ins Mangel, und dadurch entsteht Sorge, Stress, Wut, Hass, und dadurch entsteht das Böse. Ich glaube, es ist zum Teil selbst gemacht nach außen. Ich glaube, durch Gefühle,
des Zweifelns oder der Angst oder was auch immer. Und dann geht irgendwann die Masse geht ins Kollektiv. Ich weiß es nicht. Okay, und also ich denke dann auch immer, es muss ja irgendwie beide Seiten geben. Wenn wir nur im Licht, in nur der Liebe sind, es ist ja ein Lernplanet, ohne Ja. die andere Seite ja auch wieder nicht erfahren, wie Es ist Licht. das Yin und das Yang, weißt du, im Geschäftszeichen Zeichen Yin-Yang, in der größten Dunkelheit ist ein Stück Helligkeit, im Bösesten ist auch Licht, weil das Böse vergessen hat, dass er Licht ist und der Böse ja eigentlich auch nur Anerkennung geliebt werden möchte, weißt du, so, und im Licht ist auch ein bisschen Ja. Platz für Böses, ja, und deshalb, also es ist schwer zu beantworten. Danke dir, ja. Was geschieht mit der Seele, wenn sie den Körper verlassen hat? Wenn die Seele den Körper verlässt, Also wenn, ja, genau. dann ja, dann sagt sie Gott sei Dank und geht erstmal nach Hawaii, macht Urlaub. Nein, ich sehe es so, wie wenn es ein Auto kaputt, der Körper schon wie ein Auto, wenn das Auto mal kaputt ist, nach vielen, vielen Jahren, dann steigt man aus, macht das Auto in die Garage oder verschrottet oder verkauft, was auch immer, und kauft sich ein neues Auto und steigt in ein neues Auto rein, in einen neuen Körper. So sehe ich das, aber die Seele selber ich kann ja nicht sterben, das bist ja du. Und du bist unsterblich. Also du verlässt nur das Fahrzeug und steigst in ein anderes Fahrzeug rein. So sehe ich es. Cool. Und ist das Leben wirklich nur ein Spiel? Ja. Ja, irgendwo schon. Irgendwo schon. Es ist, heißt ja, das ganze Leben ist ein Spiel und wenn du es recht zu spielen vermagst, gelangst du ans große Ziel. Ja, Bonhoeffer. Nehmt Abschied drüber. Und es ist ein Spiel. Das Spiel heißt Liebe, Vertrauen. Und wenn du dieses Spiel beherrschst, in deiner vollkommenen Liebe bist, in deinem vollkommenen Urvertrauen und dich so akzeptierst, wie du bist, ja, dann hast du das Spiel gewonnen. Weil wenn du voll im Licht bist, dann ist kein Platz langfristig für Angst, Sorge, Stress, Wut, Hass, Eifersucht und so weiter. Aber du musst es trainieren, weil wir es verloren haben oder man hat es uns verloren lassen oder verdeckt, wie man es auch nennen möchte. Aber ich glaube, das ist das Spiel des Lebens. Wenn du es beherrschst zu spielen, hört sich blöd an zu spielen. Aber es ist ja, wenn du es so nennst, ist ein Lebensspiel. Ich sage ja, das Spiel heißt, lerne dich zu lieben, zu akzeptieren und in dein Urvertrauen zu gehen. Dann hast du das Spiel gewonnen, das Spiel der Erfüllung. Sind die Spielregeln einfach. Genau. Und solange es Ganz einfach. funktioniert, ja. Und schwer sind umzusetzen, ganz schwer. Also wenn du ganz unten bist, kein Geld hast, die Partnerschaft kaputt ist und du schwer krank bist, dann denkst du dir, ja, natürlich, ja klar, logisch, dann ist es echt schwer. Und es kann Jahre dauern, aber heb mal den Würfel hoch, irgendwann kommt die Sechs. Du musst halt würfeln, du musst halt dafür was tun, wie eine Ausbildung. Glück. Kannst du lernen, eine Ausbildung dauert 3, 4 Jahre und hier genau das Gleiche. Und was machst du bei einer Ausbildung? Du gehst jeden Tag in die Firma und arbeitest 8 Stunden. Das heißt, wenn ich den Menschen sage, dann geh bitte jetzt in die Ausbildung für Erfüllung. 8 Stunden am Tag. Das macht halt keiner. Aber das wäre das Einfachste. 3, 4 Jahre, dann wärst du in der Erfüllung, dann wärst du gesund, dann wärst du glücklich, wenn du das machst. Aber dann kommt es ja, ich habe Familie, Haushalt, Job. Sag ich, ja klar, ich sage das nur. Dann machst du halt auch 10 Jahre, aber im Endeffekt funktioniert es. Ich habe es ja auch dann über Jahrzehnte gebraucht. Am Endeffekt funktioniert es. Das Die Tolle ist, Lösung ist einfach. Ha? Entschuldigung, das Gute ist, dass du wirklich sagen kannst, dass dir niemand etwas erzählen braucht, weil du alles durchgemacht hast. Ja, genau. Und du, an dir liegt es, wie schnell es umgesetzt wird. Und ich sage immer, mach eine Ausbildung 3, 4 Jahre, jeden Tag 8 Stunden. Und ich wette mit dir, dass du in dieser Zeit, wenn du das machst, alles geschafft hast. Aber das macht natürlich fast keiner. Und deshalb habe ich es auch nicht gemacht. Deshalb habe ich auch Jahrzehnte gebraucht. Aber es geht. Es geht. Es funktioniert und es geht. Das ist das Wichtige. Okay, danke schön. Dann leben wir mehrere Leben gleichzeitig und parallel. Definitiv, ja. Ja. Naja, absolut. Ja, auf vielen Galaxien, auf vielen Welten und, also vielfach, vielfach. Da könnte ich auch stundenlang jetzt erzählen und über selbsteigene Erlebnisse und was ich schon gesehen habe und mit anderen und so weiter. Aber erzählen bringt halt immer wenig, weil die Leute halten die eher für verrückt.
Ja, oder ich sage, es erzählt irgendein Märchen oder sowas, aber eigentlich sollte ich alles erstmal mal in einem Buch niederschreiben, was ich gesehen, gefühlt, jetzt noch sehe und wo ich überall war und was es alles gibt. Ob man es dann glaubt oder nicht, ist eine andere Sache. Aber es gibt ja die ganzen Portale, diese Zeitreisen. Es ist ja, was wir jetzt am 9., weiß nicht, mehr das ausstrahlt, ist ja egal, aber am 9. Juli, glaubt, da machen wir das. Da machen wir ja die. Da kommt ja ein Experte in dem Bereich auch, wie ich auch. Und der wird viel erzählen über, wie es mit aussieht mit Portalen, mit Zwischenwelten und so weiter. Auch das Thema und. Also die Menschen sind schon reif dafür. Aber noch nicht alle. Es ist so, wenn du anfängst davon zu erzählen, du glaubst nicht, ich hänge das so an deinen Lippen und das bin nicht nur ich, das weiß ich. Dann denkt man, oh mein Gott, ja, mehr wissen davon. Das ist wie wenn wir so wie ein Schwamm, der das Ja, auch man möchte. saugt es auf, weil es in uns ja lebt, weißt du? Weil es in uns ja in allen lebt, das Ganze. Und das ganze Wissen ist ja auch schon in uns drin. Ja, wie einer, der eine Fähigkeit hat zu heilen, der hat es schon nach oben geholt. Ja, und wenn ich schon überall unterwegs war, habe ich das schon erlebt und die anderen noch nicht. Aber es lebt in allen von uns, weil wir alle kollektiv ja eins sind. Nur die anderen haben es noch nicht erlebt, rein physisch, und sehnen sich danach, nach einer längst vergangenen Zeit. Und es fühlt sich gut und richtig an. Genau, es fühlt sich stimmig an und unser Herz sagt, ja, das ist absolut stimmig, was du da erzählst. 100%, ja. Und es ist wunderbar. Was ich nur sagen kann, es wird richtig, richtig gut. Ja, das ist. Richtig, richtig gut. Das haben wir gern. Ja, absolut. Ja, super. Dann die nächste Frage, Roberto. Heute tue ich dich hoffentlich nicht überstrapazieren. Kann ich als Seele auch mal eine Pause machen und nicht gleich wieder inkarnieren? Ja, klar, absolut. Das machen viele Seelen. Aber ich sage jetzt erstmal genug. Erstmal ein bisschen Feierabend und ein bisschen Urlaub machen und dann wieder inkarnieren. Ja, du darfst selbst entscheiden, ob du sofort wieder rein möchtest in dieses Humbada-Bumba oder erstmal ein bisschen Pause machst. Okay, sehr gut. Dann habe ich noch eine Frage. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ja, das ist die letzte, Roberto. Wie schaffst du es, Kinder und Teenager zu motivieren, zu sich selbst zu stehen, sich nicht mobben zu lassen? Das war so eine Ja. Frage. Also erstmal auf Augenhöhe gehen, ganz wichtig, nicht ich bin der Lehrer, du bist das Kind, sondern auf Augenhöhe. So mache ich zumindest immer, habe es immer so gemacht. Ja, hör mal das Thema natürlich an, ja, was er hat, und gib natürlich dann ganz einfache Sachen, was immer von Mensch, von Kind zu Kind komplett verschieden ist. Dem einen, dem mache ich es vor, dem laufe ich die 8 und sage, ja, ich sag zu dir, dass man eine Angst hat, in der Schule zu gehen, sag, ich bin stark, oder ja, ich mag die Schule, und klopft einfach auf die Thymusdrüse, wenn er läuft und stampft, die 8. Das macht schon so viel aus. Da haben wir schon so viele Erfolge gehabt, nur mit diesem 8 laufen und sagen, ich bin stark, ich bin stark, ich bin stark. Auch für Erwachsene sehr, sehr gut, für schüchterne Menschen. Und jeden Tag dann. Ich würde es wirklich. Also erstmal das Laufen würde ich so 7, 8, 9, 10 Mal machen, dann wird es schwindelig. Und wenn ich laufe, muss ich wirklich auf dem Boden mit meinen Augen eine 8 zeichnen. Oder ich mache mit Klettband am Boden eine 8, oder mit der Kreide oder mit einem Stift, wo ich wieder wegwischen kann. Und also um wirklich starke, schnelle Erfolge zu haben, um ins Kind in seine Kraft zu kommen, dass er wieder harmoniert. Das würde ich schon das dreimal am Tag machen. Das ist sehr anstrengend zum Teil. Also einmal auf jeden Fall, dreimal wäre super. Und das würde ich über 7 Tage lang machen. Weil immer diese magischen Zahlen, weißt du, die 7 Tage würde ich auf jeden Fall machen. Und da sieht man auch was. Das andere ist nicht das Klopfen. Sagt zum Jungen, zum Mädchen, du guck mal, mir hast geholfen, das und das und das. Oder ich suche meistens Vorbilder von diesen Kindern. Da guck mal, so wie du, wie der willst du doch werden. Oder ja, aber das schaffe ich doch, schaffst du. Und so, wenn du das machst. Und jetzt probier es einfach mal und dann kannst du immer noch lästern. Ja, und dann sagst du, ich klopf, sage ich bin geliebt, ich bin es wert, geliebt zu werden. Oder die Schule macht mir Spaß, die Schule macht mir gar keinen Spaß. Sag ich, mach's doch mal. Mach's mal 7 Tage, die Schule macht mir Spaß. Klopf hier und hier, gar Mut und das. Und dann diese 8 laufen. Ja, so rede ich eigentlich mit den Kindern auf. Versuche ich auf Augenhöhe sie zu erreichen. Ich rede weniger, ich lasse sie mehr reden. Ich höre zu,
Ja, und dann überlege ich also gut, das ist das Thema des Kindes, das und das und das. Was könnte es brauchen? Ja, und dann lasse ich oft diese Acht laufen, das Klopfen lasse ich oft machen oder sage, mach dir eine Collage, ja, mit den Eltern zusammen oder meine Kinder wären, ja, sage ich eine Collage, ich mache mit und da gehst du mal alles drauf, ja, was dir Freude machen würde, ja, und ja, das geht doch gar nicht, sag ich, du kannst, es geht doch nicht. Glaub mir es, geh in Resonanz damit und du wirst sehen, da verändert sich was in deinem Feld, eine Freude kommt hoch und schon Freude ist eine starke Resonanz. Also mit Aufschreiben, was einem gut tut, kleben auf dem bunten Papier, was einem gut tut, die Acht laufen oder das hier. Das sind so die ersten Dinger, die ich mache, meistens. Es ja auch toll als Routine machen, Roberto, dass man sagt, okay, morgens oder wenn es morgens jetzt nicht geht, dass man sagt, okay, abends machen, bevor wir schlafen gehen. Diese Routine zum Beispiel. Ich sage dir eins, wenn die das zur Routine machen, aber nicht jedes Kind macht das halt, weil ich denke, ja, oh, keine Lust. Aber wenn die es machen mal, wirklich 7 Tage, dann haben die schon einen Rhythmus, einen gewissen Rhythmus. Und vor diesen Techniken, sage ich mal, wo sie 7 Tage gemacht haben, werden sie auf jeden Fall eins oder zwei beibehalten. Ja, und dann diese Gesten, die sie 1 Monat lang durchziehen und dann ist ein Automatismus. Und wenn die morgen, die haben sich verändert, dann lassen sie es entweder oder sie machen es weiterhin. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ja, vielen lieben Dank, Roberto. Meine Güte, ich bin wirklich durch mit meinen Fragen. Wow, okay. Habe ich jetzt nicht erreicht. Ich würde jetzt einfach noch deine Webseite unten einblenden. Man Gerne, ja. kann ja genau die Seminare buchen, die Ausbildungen. Man kann sich auf der Webseite bei dir informieren, wie man sich wo anmelden kann, was gerade ansteht. Genau, da quetsche ich dich jetzt nicht mehr auf. Super, sehr schön, wunderbar. Ach toll. Ja, Ja. Ja, Roberto. unsere Aufgabe ist halt, den Menschen was an die Hand zu geben, also den Teilnehmern, den Geschwistern, den Brüdern da draußen einfach, weil wir alles doch eins sind. Und geht es allen gut, dann geht es doch allen gut. Oder so ungefähr. Und wenn es nur einer Person nicht gut geht, dann leidet das Ganze. Es ist einfach so. Und wir können schon lange eine wunderbare Welt haben, Frieden und so weiter, aber sind noch zu viele halt in der Angst. Und durch unsere Aufgabe geben wir denen Hoffnung, wir reichen denen die Hand, wir zeigen denen einen Weg, den wir gegangen sind, zur Erfüllung. Und ich sage immer, wenn im Seminar nur eine Person ist, die diesen Weg der Erfüllung geht, dann hat sich ja meine Arbeit schon gelohnt. Ach, wie schön, Roberto, das sage ich manchmal auch. Ich sage immer, wenn ich nur einem Menschen geholfen habe, seit ich hier auf der Erde bin, dann hat sich meine Inkarnation schon gelohnt. Ja, aber dann hast du den Ganzen geholfen, weißt du? Ja, absolut. Schön. Mein Lieber, es war wunderschön, dich zu interviewen. Ich möchte mich von Gracias. Herzen bedanken bei dir für dein Sein hier auf der Erde, dass du das als Seele alles auf dich genommen hast, dass du da durchgeschritten bist. Ja, auch wenn es manchmal wirklich, wirklich hart war und dass du dran geblieben bist. Du hast schon ganz viele Sechsen bekommen, auf jeden Fall. Ja, möchte ich mich von ganzem Herzen bedanken, Muchas gracias. dass du mit deinem Licht hier die Erde, auch wenn du Komplimente nicht magst, aber dass du. Okay, man nimmt es halt so. Na, gracias. Dankeschön, liebe Epo. Ja, sehr gerne. Mach's gut. Du Ciao. auch. Adios. Ja. Wolltest du noch was sagen, Roberto? Nett, dass ich. Nein, alles gut. Okay. Ich freue mich so, ich freue mich so. Gleich kommt der Roberto und ich darf ihn gleich interviewen. Ich höre ihn. Roberto kommt. Hallo. Sei gegrüßt, deine Liebe. Wie geht's dir? Gegrüßt. So, schön, Wunderbar. dich zu sehen, Roberto. Ja, wie geht es dir? Gut geht's mir. Prima, prima, sehr schön. Hallo, ich habe dich in meinem Interview. Wie soll es mir gehen? Mir geht's richtig gut. Ihr habt ja ein Ach tolles so. Interview jetzt hinter euch. Ja, war wirklich, also wirklich mega, mega, mega gut. Also noch vieles übertroffen, also hat meine Erwartungen übertroffen, ich sag's mal so. Toll. Und nächste Woche geht es ja gleich weiter, glaube ich, am 9. Ja. Das, was dich nicht gut tut, dich nach unten zieht, musst wirklich los. Es ist nicht immer einfach und manchmal auch wirklich extrem.
schwer. Ja, aber es gibt einfach keine Abkürzung manchmal zum Licht. Wir sind die Erschaffer, wir sind selber das göttliche Wesen. Absolut. Und auf der und alle sind auf der ewigen Wanderschaft. Also, dass ich diese Leichtigkeit weitergeben darf. Ja, absolut. Absolut. Ja. Schön, oder? So, jetzt habe ich dich voll gequasselt. Ja, so sehe ich es auch. Immer diese Fremdsprachen, weißt du, diese Fachbegriffe. Oh Gott, ja, absolut. Als Türkin, weißt du, und du als Spanier, weißt du, oh Gott, die Fremdsprachen. Über Deutsch, genau. An und denke, ja, ich springe immer ins kalte Wasser, auch bei den Interviews, weißt du, dass ich sage, frag einfach, was du fragen willst und dann läuft am besten live. Und voll schön, einfach authentisch, so wie wir wirklich sind. So ist es. Ja, genau, absolut. Bei uns auch sein, das weiß ich. Ja, natürlich, ja klar, weil die Menschen spüren, wenn du nicht authentisch bist. Ja, ja, und weißt du, von denen hat es schon ganz viele da draußen. Kannst du das mal kurz vorlesen, wie ich dich vorstellen werde? Nein. Verschiedene Sachen. Genau, also und dann danach würde ich, warum lachst du? Einfach so, ich sage, soll ich es vorlesen, was ich geschrieben habe? Und ich sage, nein, einfach. Das ist gut. Ja, ein Lieblingswitz, die Frage. Ich glaube, das lasse ich weg, das mit dem Oder höchstens du hast einen auf Lager. Nein, ich habe keinen auf Lager. Wenn mir kommt, wenn was kommt, dann kommt spontan. Okay, passt es. Jetzt fange ich an zu schwitzen, Roberto. Bei mir im Raum ist immer so warm. Heute ist auch echt schwül. Ja. So. Entschuldige, ich mache das jetzt vor dir, weil ich die Türen zu. Ist gut. Ich komme ganz kurz ab. Das wird zwar nicht lang halten, aber egal. Fühl dich wie zu Hause. Ja, gell, danke. Also, dann schweige ich ganz kurz. Erledigt, mein Lieber. Super. Ja. Mega. Freue mich. Ich meine, du hast auch eine gute Seele, du hast einen reinen Kern, weißt du? Ich meine, du warst ja schon bei den Videos dabei, weißt du, noch in Stuttgart und so. Ja, da war ich auch mit dabei. Genau, und ich kenne dich und da muss ich schon ein gutes Gefühl haben, wo es dann ausverbreitet wird, das Ganze. Danke. Ja. Was für eine Ehre. Ja, super. Ja, liebe Ebru, was soll ich sagen? Dann wünsche ich dir heute noch einen super, super sonnigen Tag. Ja auch. Mit allem, was du machst, mit viel Licht und Liebe und... Ich habe heute gar nichts mehr, Roberto. Ich habe gedacht, auch gut. Mit dir hinter mir, also hinter mir habe, also im Positiven. Genau. Na, mir ist schon wieder so warm. Habe ich gedacht, ich nehme jetzt frei. Kaffee trinken und nichts tun, das Leben genießen, Roberto. Das Leben genießen, genau. Absolut in die Erfüllung, was für dich tun, das ist ja der Sinn des Lebens, dass dir es gut geht. Genau, wenn es mir gut geht, geht es allen gut. Also. Wie innen zu außen. Ja, danke. Ja, die Schwingung war gut, weißt du. Das ist immer wichtig, dass das harmoniert das Ganze. Weißt du, man macht es ja wirklich, zumindest du und ich und viele andere, um den Menschen was zu geben. Hm. Das ist wichtig. Also, von zurück kommt immer genug, auf welche Art und Weise das ist, weißt du. Und das ist das Gute dran. Das macht Freude. Oh. Ich danke dir. Gut, das darfst du jetzt, liebe Ebru. Fühl dich umarmt und ja, umarmt. Bis bald. Mach's gut. Ciao. Ciao.